Hallo liebe Mustang-Freunde, mein Name ist Anja Mertens und ich komme aus dem wunderschönen Köln im Rheinland. Ich bin in diesem Jahr eine der Trainerinnen für das Mustang-Makeover und ganz genau für die Challenge mit den erwachsenen Tieren. Ja, ich würde mich gerne in diesem Video mal ein bisschen vorstellen und euch was von der Arbeit mit meinem Pferd Solido zeigen. Wir reiten schwerpunktmäßig Dressur, machen aber noch ganz, ganz viele andere tolle Sachen und ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß bei meinem Vorstellungsvideo. Das ist mein bald 16-jähriger Welschbeverlach Solido. Ihn habe ich vor circa 12 Jahren angeritten gekauft und wir haben uns dann sozusagen gegenseitig ausgebildet. Eigentlich war er nur als Geländepony geplant, aber wir haben relativ schnell herausgefunden, dass unsere gemeinsame Stärke in der Dressur liegt und haben uns dann in 4 Saisons von E nach M-Niveau hochgearbeitet. Ja, mittlerweile sind wir seit über 10 Jahren im Turniersport sehr aktiv unterwegs und haben auch schon über 150 Platzierungen erritten. In den letzten Jahren waren wir in L&M-Dressuren unterwegs und jetzt diese Saison, also 2018, würde ich gerne vermehrt in 2-Sterne-M-Dressuren starten. Mal schauen, wie wir da so ankommen. Grundsätzlich ist es ja so, dass wenn man mit einem 1,40-Pony in den höheren Dressurprüfungen aufläuft, dass man erstmal auch ein bisschen skeptisch angeschaut wird. Aber je öfter wir eben zwischen den Großen in den Siegerehrungen stehen, desto eher wird man dann da auch akzeptiert. Ja, unser größter Erfolg war im Herbst 2016, wo wir unsere erste M-Dressur gewinnen konnten mit 7,8. Da war ich ganz besonders stolz drauf, weil wir doch jetzt auch schon etwas länger auf M-Niveau reiten und dann eben auch zum ersten Mal gewinnen konnten. Eigentlich hatte ich nie große Ambitionen, springen zu reiten, aber da man für die Zulassung, um auf deutschen Turnieren starten zu dürfen, auch verschiedene Reitabzeichen ablegen musste, war dort auch jeweils ein Springparcours erforderlich und so mussten Solido und ich uns dann auch mal mit dem Springreiten auseinandersetzen. Im Endeffekt hat uns das aber so viel Spaß gemacht, dass wir einige Saisons in E und A springen gestartet sind und da auch einige Platzierungen mit nach Hause nehmen konnten. Der Höhepunkt meiner Springkarriere war definitiv in 2011, als ich mein silbernes Reitabzeichen gemacht habe. Da war die L-Dressur auf Kandare zwar mit Solido natürlich kein Problem, aber für den L-Parcours habe ich mir dann das Pony meiner Freundin ausgeliehen, was im Springen einfach schon ein bisschen routinierter gewesen ist und mir dann auch die nötige Sicherheit vermitteln konnte. Im gleichen Jahr im Herbst habe ich dann meinen Trainerschein gemacht, also Trainer C für Leistungssport in Dressur und Springen. Und da musste ich dann auch mit Solido einen 2-Sterne-A-Parcours springen, was bisher auf jeden Fall das Höchste war, was wir je gemacht haben. Ja, und wenn man schon Dressur und Spring reiten kann, dann möchte man natürlich auch irgendwann mal in die Königsklasse, in die Vielseitigkeit. Und so haben Solido und ich dann angefangen, uns auch mit Geländesprüngen anzufreunden. Das hat uns im Endeffekt noch viel mehr Spaß gemacht als der herkömmliche Springparcours. Und so sind wir dann einige Jahre in E-Vielseitigkeiten gestartet und haben auch die ein oder andere Platzierung mit nach Hause bringen können. 2011 war definitiv ein Schlüsseljahr für mich, denn auch in diesem Jahr bekam ich zum ersten Mal das Angebot, ob ich eine junge Welschkopfstute anreiten und auf den Verkauf vorbereiten wollte. Und nachdem ich dieses Angebot annahm und die Stute einige Monate später ein tolles neues Zuhause fand, wurden mir weitere Ponys aus Wales geschickt, die ich dann allesamt anritt und hier in Deutschland auf den Verkauf vorbereitete. So entdeckte ich meine Leidenschaft für die Arbeit mit jungen Pferden und ganz speziell auch das Anreiten. Und dies führte sogar so weit, dass ich anderthalb Jahre später, also in 2013, einen Reitpony-Hengst-Jährling kaufte, den ich dann zunächst erstmal aufzog. Mit 3 Jahren habe ich dann begonnen, ihn schonend anzureiten und auszubilden. Und ein Jahr später, als er dann 4 war, fanden wir uns gemeinsam im Hauptstadion des Chio Aachen wieder, wo wir im Rahmen der Hans-Günther-Winkler-Gala mit 100 anderen braunen Ponys zusammen auftreten durften. Ja, das war so ziemlich der Höhepunkt unserer gemeinsamen Laufbahn. Und im Herbst darauf habe ich ihn dann in gute Hände weiterverkauft. Neben den ganzen anderen Ponys kam Solido natürlich nie zu kurz. Wir haben in 2012 begonnen, auch auf Pferdemessen zu reiten und sind seitdem für die Interessengemeinschaft Welsch als Rassevertreter aktiv. Zu unseren großen Messen zählen jedes Jahr die Equitana, die Hund und Pferd und die Pferd und Jagd, aber eigentlich kommen ständig auch neue Messen hinzu. Ein besonderes Ereignis dieser Laufbahn war, als mich Ende 2015 der Organisator einer neuen Pferdemesse ansprach, der noch ein Schaubild für seine Abendshows suchte und ich daraufhin ein Showteam bestehend aus 8 Ponys gründete, die seitdem unter dem Namen Pony Showteam bekannt sind und nun in der 3. Saison wirklich tolle Auftritte auf sehr bekannten Pferdeveranstaltungen reiten dürfen. So kann man uns zum Beispiel bereits zum 2. Mal im März in den Abendshows der Horsica in Bad Salzuflen sehen. Im letzten Jahr waren wir im Rahmen des Sörsersonntag auf dem Chio Aachen Gelände und konnten sogar auf der großen Equitana in Essen den Katina Showcup für uns entscheiden.
Unser jüngstes Hobby ist die Freiheitsdressur, auch wenn ich da wahrscheinlich noch am meisten zu lernen habe. Inspiriert dazu hat mich Kenzie Deasley aus Andalusien. Ich hatte Anfang des Jahres das Glück, einige Tage zu ihr auf die Hacienda fahren zu dürfen. Und so gern ich die Zeit auch im Sattel meines Pferdes verbringe, so sehr fasziniert mich doch die Arbeit vom Boden aus, da sie nochmal eine ganz andere Art der Kommunikation mit dem Pferd ermöglicht. Neben der vielseitigen Ausbildung ist mir die Haltung meiner Pferde ganz besonders wichtig. Das bedeutet, dass sich alle meine Tiere rund um die Uhr an der frischen Luft frei bewegen können, Sozialkontakte haben und ausreichend Draufutter vorhanden ist. Sie werden nicht beschlagen, außer es ist dringend erforderlich. Ich schere sie nicht, ich decke sie nicht ein und gelte deswegen in Turnierkreisen sicherlich auch manchmal als Exot. Auf meinen Mustang bin ich natürlich sehr gespannt und vor allen Dingen auch darauf, ob ich diese Aufgabe gut meistern kann. Wenn ihr mir dabei zuschauen wollt, dann folgt doch weiterhin hier der Facebook-Seite Mustang Makeover Germany und darüber hinaus auch gerne meinen privaten Kanälen in den sozialen Medien. Das ist mein YouTube-Kanal Anja Mertens, mein Instagram-Profil Anja Solido und meine Facebook-Seite Consolido. Ja, ich hoffe, euch hat der kleine Einblick in unsere Arbeit gefallen und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns beim Finale in Aachen wiedersehen werden. Bis dahin, macht's gut, tschüss!